Hallo Freunde, herzlich willkommen zu Fantastic Toys Merchandise Folge 60. Leute, heute hat Episode 1 Geburtstag. Heute vor genau 10 Jahren lief der Film in den Kinos an. Dies nehme ich zum Anlass, um die heutige Sendung Episode 1 Die dunkle Bedrohung zu widmen. Ich zeige euch heute den Naboo Starfighter und die Droidenschiffe. Aus dem Jahre 1999. Daran merkt man, wie schnell die Zeit vergeht. Ich würde sagen, gehen wir rüber. Beginnen wir mit den Droid Starfightern. Hier ist die Vorderseite der europäischen Verpackung. Schön zu erkennen am B-Logo-Beschriftung. Hier gleich die Beschriftung in 6 verschiedenen Sprachen. Hier sehen wir die Rückseite der europäischen Verpackung. Hier sehen wir die Oberseite der Box. Hier die typisch europäische spartanische Unterseite der Box. Die linke Seitenlasche. Und die rechte Seitenlasche. Das Droid Starfighter Set besteht aus 3 Jägern, 2 gleiche und ein Spezialjäger. Beginnen wir mit dem Spezialjäger. Der Spezialjäger kann insgesamt 5 Teile zerlegt werden. Schön kann man die Laserkanonen erkennen. Hier sehen wir die Unterseite. Hergestellt im Jahre 1999 in China. Sehr gut kann man die einzelnen Rostflecken erkennen. Wirklich gut gestaltet. Voll bepackt mit Waffen. An der Seite erkennt man die Befestigungen der beiden Teile. Hier erkennt man ein Gewinde. Eine Drehvorrichtung. Mit deren Hilfe kann man die Flügel nach unten klappen. Denn der Droid Fighter ist kein Jäger, sondern ein Roboter. Mit wenigen Handgriffen kann man die Flügel nach oben klappen. Man kann auch den Beschuss simulieren durch Abtrennen der einzelnen Teile. Gut kann man hier die beiden Befestigungen erkennen. Hinten sehen wir die gerade gesehene Version und vorne die unbewegliche Version. Von der unbeweglichen Version waren 2 beigepackt. An der Unterseite erkennt man die Unterschiede. Hier ein Loch und hier eine Halterung. In das Loch kann eine Rakete gesteckt werden, die mit Hilfe dieses Knopfes abgefeuert werden kann. Wie hier sehr gut zu erkennen ist. Auch unterschied sich der Aufbau. Hier ist nur eine Halterung zu erkennen. Der Flügel besteht aus einem, nicht aus 2 Teilen. Zudem kann man die Flügel auch nicht drehen. Fest in einem Stück. Gut ist das einzelne Loch zu erkennen. Dem Set beigepackt war diese Halterung, an der man die 3 Schiffe anbringen konnte. Die Schiffe konnte man ganz einfach einklicken. Das vordere Schiff passte nicht auf die Halterung der hinteren. Das Set konnte nun mit einer Hand gehoben werden. In der Mitte befanden sich 3 Knöpfe. Mit dem linken und mit dem rechten konnte man die Raketen der Droid Fighter abfeuern. Mit dem mittleren sprengte man die beiden äußeren ab. Der vordere Fighter verfügte nicht über einen solchen Mechanismus. So konnte man das Set auch gut in die Vitrine stellen. Und die perfekte Handhabung für die perfekte Verfolgungsjagd.
Der Preis für dieses Set betrug damals ca. 80 Mark, heute etwa 40 Euro. Es wurde auch kräftig beworben bei den Prospekten. Hier sehen wir noch die amerikanische Box. Man erkennt gut nur einmal der Schriftzug Episode 1. Kommen wir nun zum Naboo Fighter. Hier sehen wir die Vorderseite der europäischen Box. Meiner Ansicht nach der schönste und eleganteste Raumjäger der Star Wars Line. Hier sehen wir die Rückseite der Box. Der Naboo Fighter kostete damals im Handel ca. 99 D-Mark. Dies entspricht heute 50 Euro. Schön ist auch das Hintergrundbild. Sehr elegant, sehr schön. Hier sehen wir auch die ersten Figuren zur Episode 1. Speziell für den europäischen Markt in 6 verschiedenen Sprachen. Hier sehen wir die Oberseite der Box. Und hier sehen wir die Unterseite der Box. Hier sehen wir die linke Seitenlasche. Und hier die rechte Seitenlasche. Es erschien auch eine amerikanische Box. Gut zu erkennen an dem einmaligen Episode 1 Logo. Im Spielwarenhandel lagen diese Heftchen aus. Teilweise waren sie auch beigepackt. Der Naboo Fighter kam gleich auf Seite 1. Anschließend Figuren, einzelne Charaktere, selbstverständlich auch Fahrzeuge und Creators. Hier haben wir nun das schöne Stück. Gleich fällt die enorme Eleganz des Jägers auf. Hinter dem Cockpit befindet sich R2-D2. Die Figur kann man nicht herausnehmen. Das Cockpit kann man öffnen. Hier die Armaturen vorne im Cockpit. Sehr viel Realismus. Im Cockpit hat eine Figur Platz. Ich würde sagen, zur Feier des Tages nehmen wir den Sohn von Anakin Skywalker. Die Triebwerke sind sehr elegant gestaltet. Die Aufkleber sorgen für großen Realismus. Gut kann man hier auch die Verschmutzungen der Triebwerke sehen. An der Unterseite ist ein Landungsfuß angebracht. Vor dem Cockpit waren 2 Maschinengewehre angebracht, die mit Batterie und Licht- und Soundeffekten betrieben wurden. Hinter dem Cockpit befanden sich die beiden Knöpfe für die Sounds und Lichteffekte, sehr elegant eingearbeitet. Schauen wir uns das mal an. Mit dem anderen Knopf konnte das Geräusch für die Triebwerke ausgelöst werden. Die schönen Aufkleber verleihen dem Ganzen noch etwas Besonderes. Hinter dem Cockpit sind die Abschussmarkierungen angebracht. 3 Abschüsse, ganz schön fleißig. Der Naboo Fighter verfügte über ein relativ langes Heck. Über das Heck wurde die Energie zugeführt. Hier ein Blick auf die Unterseite. Hier sehen wir den Lautsprecher für die Soundeffekte. Hier befindet sich das Batteriefach. Hergestellt in China im Jahre 1998, kam bei uns aber erst 1999, kurz vor der Premiere von Episode 1, in den Handel. An der Unterseite befindet sich noch eine Raketenabschussrampe. Laden wir mal. Dahinter befindet sich ein kleiner Knopf. Damit kann man die Rakete auslösen. Feuer frei. Hier sehen wir die Rakete. Hier nun ein letzter Blick.
So Leute, das war der Nabu Fighter und die Dwight Fighter. Ich hoffe, euch hat die Sendung über die Stücke von Episode 1 gefallen. Mir persönlich gefällt der Nabu Fighter einfach gut. So gut, dass ich insgesamt mir 5 Stück zugelegt habe. Ich wünsche euch allen nochmal einen schönen Tag und freue mich schon auf das nächste Mal, wenn es wieder heißt Fantastic Toys and Merchandise.